Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam angespielt. Nio! Staffel 1, denn wir spielen zum ersten Mal etwas an. Stimmt. Eine Demo. Und wir haben es endlich zum Boss geschafft. Ja, der hat uns eigentlich bis jetzt erst... Also bei der ersten Versuch war gar nicht mehr schlecht. Leider hatte ich nicht mehr genug Heil-Items. Und der zweite Versuch war dann sehr schnell, der dritte Versuch genauso. Kann man sagen. Und ja, jetzt wollen wir einfach nur diesen Boss noch töten. Vielleicht noch ganz kurz gucken, wo es denn da diesen anderen Weg lang geht. Und dann soll es mit der Demo eigentlich auch schon mal gewesen sein, weil... Ach, jetzt hab's nicht. Weil wir werden definitiv, wenn Nio rauskommt, das spielen. Also let's playen. Und wir wollen uns das jetzt nicht schon vorweg alles nehmen. Also auch die anderen Bosse, die noch hier in der Demo sind. Eieiei. Und darum haben wir gesagt, wir wollen es erstmal dann bei dem ersten Boss belassen. Au. Unser Fischi. Spin around like a... Like a demon? Like a Flow Rider. Like a Flow Rider? Ja. Oh Gott. Wow. Ja, bei dem Move ist halt wirklich einfach so nah wie möglich an die Wand pressen. Ah. Au. Spin around, baby, right round. Hey, hey, hey. Du böser japanischer Dämon, du, wir werden dich vernichten. Au. Ich dachte, dass wenn man vielleicht so nah wie möglich an dem Rand steht. Nee, aber. Das wird trotzdem getroffen. Au. Der war gut. Au. Okay. Au. Gut, aber jetzt keine Reaktion mehr. Was ist denn gerade los? Der Held hat den offenen Schlagabtausch gesucht. Ich glaube, das hat unser Held verloren. Den offenen Schlagabtausch. Das wäre auch so eine schöne Anime-Szene. Wie so ein Typ mit einem Katana vor einem steht und war so zack und kriegt dann immer so eine riesige Kugel ins Gesicht. Gib auf, niemals! Ich glaube, man kann den ja. Das habe ich gerade auch probiert und dadurch habe ich mehr Schaden bekommen, weil ich mit einem Move getroffen wurde. Naja. Ach, der Anfang war gar nicht so schlecht gerade. Dann habe ich aufgehört auszuweichen. Du hast gesagt, brauche ich nicht mehr ausweichen, wer macht denn sowas? Ab hier reicht der offene Schlagabtausch. Wee! Ja, guck mal, der Name ist voll falsch geschrieben, das muss Onryokai heißen. Nicht Onryoki. Kann ich mal schreiben, der Dämon. Ich habe nicht gedrückt. Das habe ich eben auch gedacht, bei jedem Mal, wo ich getroffen wurde. Aber man muss ja auch sagen, dass er sehr schnell zuschlägt. Da kann man schon mal nicht ausweichen. Ne? Ne? Noch eine Runde! Seht ihr das gleich da, ne? Oder auch nicht? Jetzt war die Drehung. Jetzt. Ja, mit dem linken Arm zu schlägt. Das ist doch nicht wahr! Stehst du mal wieder auf? Danke! Das ist eine riesige Kugel, über die ich gerollt. Das möchte ich zu deiner Verteidigung einwerfen. Das ist kein Grund, nicht aufzustehen. Naja, aber wenn die gerade auf ihn drauf liegt. Das ist also kein Grund, nicht aufzuschauen. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich hab's doch ganz Zeit geschafft, dem auszuweichen. Jetzt nicht mehr. Im Ausweichmove hat er mich perfekt mit der Kugel erwischt. Nee, es ist jetzt nicht wahr. Ich hab den beim ersten Mal so gut gehabt. Die Unterwelt ist anders als unsere Welt. Das ist toll. Da soll dieser Typ doch wieder in die Unterwelt zurückgehen. Du musst einmal den Samen benutzen da. Runter, 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 runter. Da, die Coverline. Oder nein. Hach. Philipp, ach, der ist schon weiter. So. Nope. Mann, oh. Was für Zeiten leben wir? In denen du YOLO Runs besser hinbekommst als. Gleich drei Angriffe. Oder versucht jetzt die mittlere Haltungstechnik. Würde damit mehr Erfolg haben. Und
ausgeschieden. Irgendein Debuff hat er jetzt. Nicht mehr. Au, Mann. Was ist denn jetzt mit diesem Angriff nicht mehr schaffen auszuweichen? Wie hoch ist das? Zweiter. Roll. Dreh. Volldreh. Hui. Nope. Au. Rollt around. Okay, es nimmt ihn nicht. Nope. Ein Versuch war es wert. Drehung. Oder? Nee. Ah. Doch. Lassen Sie mich. Ich habe Ihnen nichts getan. Nix. Das ist mir egal. Du piekst mir die ganze Zeit meinen Hintern. Oh, jetzt kannst du. Jawohl. Jawohl. Nee, jetzt macht er dann auch so wieder. Was war das? Dabei wollte ich auf dich raufwerfen. Jetzt geht das Bällchenspiel los. Oh. Hey, hey. Ja, schon mal sehr gut. Wie bist du dem ausgewichen? Ich bin im Moment gehüpft. Bällchen! Nimm meine Bälle! No, danke. Niemand will meine Bälle haben. Warum? Sie sind hässlich. Nimm das zurück! Bällchen! Niemals. Quatsch! Du Arsch! Hier! Bällchen Nummer 1! Und Wutangriff! Hui! Der war gut. Der war nicht gut. Bällchen Nummer 1! Stampf, stampf, stampf! Oh, wollt's nicht umarmen lassen? Bällchen! Bällchen Nummer 2! Stampfattack! Bällchen Nummer 1! Gut Angriff! Gut Angriff! Keine Ausdauer, sonst ja. Bällchen! Stampfangriff! Bällchen! Und ein Bällchen Nummer 2 gleich daher! Nein, Stampf. Stampf. Bällchen. Oh, es sind drei so eine Scheißfelder. Das jetzt. Nee. Nee, doch nicht Bällchen. Also, der Saal ist jetzt schon voll mit diesen Feldern. Jetzt hör doch mal auf. Hui. Ich habe das Gefühl, ich bin in Phase 3 gekommen. Irgendwie ja, ne? Guck mal, seine Hörner leuchten ist auch viel, viel größer. Oder mehr so. Bällchen. Stampf. Nee, ich glaube. Oh, er könnte schon fast sein. Ja, er wird aber immer aggressiv. Naja, wird immer schneller auch. Boah. Bällchen. Irgendwie ist er schon putzig, wenn er immer zu seinem Bällchen stampft. Bällchen, Bällchen, Bällchen. Bällchen. Nochmal Angriff. Stampfangriff. Bällchen. Stamm. Wut! Oh. Oh nein! Verdammt! Ach, hättest du denn jetzt machen können? Nee. Warum dachte jetzt. Reicht du so? Ja. Hast du ein Viertel runter? Ich wollte nur mal beweisen, dass ich es jederzeit machen könnte, ach so, wenn ich wollen würde. Aber hast halt keinen Bock drauf, ne? Genau. So ist das. Ich verstehe. So ist das. Ja, 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 ja. Das war natürlich übrigens in jedem Souls-like-Spiel so. Jedes Mal, wenn du irgendwie bei einem Boss gestorben bist, war das immer nur, weil du gesagt hast, ach, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich weiß doch, dass du deinen Selbstwert über Bosse definierst. Natürlich, ja. Das hat mich noch getroffen.
Der Hai war auch erstaunt. Wenn ich noch ein bisschen weiter ihn runterbekomme, hätte ich den Hai-Move machen können. Was ist denn jetzt los hier? Wenn es gegen eine Wand. Oh, da sind die Reiter abgehauen. Jo, immer. Ob ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Er fängt jedenfalls nicht gut. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Nein, ist doch. Wieder perfekt. Er hat dann die Kugel in meine Ausweichbewegung reingeschlagen. Ich möchte übrigens mal anmerken, angenehm kurze Ladezeiten. Mhm. Der Kopf ist kaputt. Unser Helm. Wir werden Leim benutzen. So, bald dürfen wir Leime farmen. Nee, wir haben gerade einen schon beim Bosskampf bekommen. Also wenn man da die Kisten kaputt macht, dann... Ja, aber das ist wirklich, wenn du lang genug scheiterst, dann... Ja, gut, ja. Also man sollte wahrscheinlich immer wirklich 3-4 Rüstungen im Petto haben. Ja. Nee, oder einfach ein zweites Rüstungsstück. Ja. Der auch jetzt geschafft. Sehr gut. Du hast die Lampe kaputt gemacht. So, hi. Nun. Au. Ja, du kannst... Ja, und das war ein brillanter Kampf. Ich würde sagen, es war mein bester Versuch. Auf jeden Fall. Was ist denn mit uns los jetzt? Es tut uns leid, Leute. Wir kriegen dieses Bistvieh jetzt gerade echt nicht tot. Aber was wir schon mal sagen können, ist, es wird auf jeden Fall wieder eine sehr schöne, grausige, gemeinsam durchgelegte Staffel. Wahrscheinlich 4 geben dann, wenn Nio rauskommt. Hey, du da. Immer besser. Ich hab doch gedacht, du bist wie. Die Kisten am Anfang sind auch echt nervig. Ich hing jetzt an der Kiste fest. Was passiert dem Besten? Ich hing an der Kiste fest. Ich hab sonst wie oft gerade X gedrückt. Er wollte nicht. Wisst ihr? Ja. Greifen nur einen Feind zur selben Zeit an, dann läuft trotzdem nicht gut. Kann doch nicht sein. Wo ist der Hai? Da. Die Musik ist, weil wir so aufbauen hier. Ich glaube, ich habe den Hörner deswegen abgeschlagen bekommen, weil er halt sich gerade so gebückt hat und ich habe einfach gerade schnell angegriffen gehabt. Wow. Ja, aber ich. Ja. Ja, ich habe voll den Durchblick. Ui, durch den Drehmove okay. Durchaus erwischen. Hat hier gerade vielleicht eine Taktik erfunden. Einfach doch so nah wie möglich beim Stehen bleiben und dann in Richtung der ausweichen. Achso! Ich hab gerade kaputt, was ich da kam. Oh! Die Ausdauer war gar nicht runter. Guck mal, die Ausdauer ist nicht runter. Zu viel Schaden auf einmal gemacht, Gott. Jetzt ist die Ausdauer runter. Nein! Meine Aua. Mist. Aua. Oh Gott, ich dachte, du bist ein Bällchen. Und an. Na, schade. Was? Er hat sich mit dem Bein noch hinten erwischt. Och, Mann. Rollen, 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 rollen. Bällchen.
siehst du, dann nerven mich. Du nervst mich auch. Und hier im Schiff. Und du kommst hier einfach und tötest mich die ganze Zeit, weil versuch mich dort zu bringen. Kann ich verstehen. Wäre ich auch genervt. Bällchen! Außerdem magst du meine Bälle nicht. Das ist korrekt. Mag meine Bälle! Bälle! Au. Stamm. Hat er schon das mal. Warum heilst du? Hallo! Heil dich! Hab dreimal gedrückt. Also manchmal merkt man doch, dass es noch Pi Alpha ist. Oder Alpha. Ja. Ich habe jetzt ja wirklich, ich hab dreimal gedrückt. Ja, hab's gesehen. Yay. Oh. Mann, es ist so ziemlich der einzige Move, der mich zuverlässig erwischt und dann immer noch einer. Bällchen. Mag meine Bällchen. Stampf. Gut, ich dachte, er würde ein wenig lenken. Okay, Sie sahen den Bloodborne-Ansatz. Er hat grundsätzlich ganz gut funktioniert. Ja. Grundsätzlich aber leider noch nicht vollständig. Übrigens, ich bin in dem Moment, wo er den Drehangriff gemacht hat, ich bin nicht ausgewichen. Ich habe einfach geschlagen. Ach, es war, glaube ich, Glück. Haha! Der Moment war gerade sehr schön, wo der Schwertkämpfer dich auch noch erwischt hat. Ja, das war nicht nett. Ich mache erstmal ein bisschen Platz hier gerade. Ah. It works every day. Okay, das hat jetzt nicht so gut. Hab ich Schaden gehabt bekommen? Ein bisschen, ja. Glaub ich. Kann doch nicht irgendwie durchrollen. Nein! Nein! Da ist Heil nicht genommen. Das macht eine Drehangriff? Oder auch nicht? Okay, wenn wir Flammenschaden machen, geht dafür der Wasserschaden des Katanas weg. Nein, kein Ausdruck. Katscha. Ja, die Kugel! Da ist sich jetzt selber nicht sicher, ob er das wollte. Hm. Schade, dass der Anfang so schlecht lief. Ja. Eigentlich hast du jetzt gerade eine ganz gute Phase. Boah. In den Ausweichmut. Wieder fast geschafft. Also die Feuerklinge rings schon, weil dadurch kriegen wir halt seine Ausdauer sehr, sehr schnell runter und können halt massiven Schaden verursachen. Ich hab, glaube ich, gerade den Wecker gehört, oder? Ja, in 25 Sekunden. Kannst ja nochmal einfach so starten, vielleicht schaffst du es jetzt. Wir wollten eigentlich, dass jetzt die finale Folge macht, aber wir kriegen den Typ nicht dort. Es mag auch daran liegen, dass es mittlerweile... Ich weiß gar nicht, wie spät wir das haben.
1 Uhr nachts haben. Und wir seit 5 Stunden dieses Spiel spielen. Von wegen 4 Stunden Demo. Und gleich von Anfang an das Feuerkatana. Triangle. Oh, fuck, wir haben eine Rüstung vergessen. Mhm. Ja, scheiße. Okay. Ich glaube, es war noch ein bisschen zu früh für das Feuerding. Vielleicht nicht, um das, die Ausdauer runterzuhauen. Immer zu weit einmal rum. Och Mann, mach doch mal irgendwas anderes wieder. Wäre nett. Nö. Die machen ganz, ganz gut die Ausdauer weg, wa? Au. Au. Hallo. Oh, das ist ein Elixier aufgesammelt. Ne, wüsste jetzt nicht so im Arsch wäre, dann könnte es vielleicht noch so. Okay. Bällchenphase? Ja. Ach, ich hab's ja wieder nicht getroffen. Sein Bett, wir haben genug Wechselsteine. Ich hasse keine Zukunft, wo das Katana schief werden. Das hat nicht mehr so viel. Oh. Okay, pass auf, Demon. Wir machen mit dir einen Deal. Wenn wir deine Bällchen mögen, dann lässt du uns in Ruhe, okay? Oh ja, aber ich werde nicht weichen. Warum nicht? Weichen. Oh nein. Weichen! Weichen! Aber irgendwie ist diesmal die Ausdauer nicht wirklich runtergegangen. Au. Au. Yep. Ich glaube, der Wasserschaden macht mehr Schaden auf das Ki. Bällchen! Was Blitzschaden noch macht als die Luft, verstehe ich jetzt noch nicht. Wood Attack. Oh, das sind Hörner. Okay. Achso, Bällchen? Sportattacke? Bällchen? Ein Bällchen. Der Move. Beim nächsten Mal werden wir diesen Dämon packen, hundertprozentig. Und da mal gucken. Ja, Demo-Ende und so, ne? Bis dahin, euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao.